Einfahrt S1 nach Schöna über Bad Schandau, Abfahrt 13.29 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Mit einer Platte, die schiebt die Berge runter, da steht sie unten auf der Straße. Und nach der Wende war ich aber mit einem Jahr mit mir an den Bergen. Ja, du kannst dir vorstellen, die neue Wende, das juckt die aber ab, die pfeift da nicht. Ja, man kann ja einfach die Rosenbecken treten, wie man. Aber eins musst du lassen, wenn du der halbwegs ein bisschen Pflege zukommen lässt, sind die Dinger nicht kaputt zu kriegen. Die laufen, laufen, laufen.
gerade die neuen, wenn wir unten nicht reisen, nur brauchen gerade die negative Grenze.
Klasse Pfeife, besser als vor 2 Jahren, ja. Ja, sie hat da besser hingezogen. Heute hat sie sich mal angestrengt. Da. Heute hat der Magnet um mitgespielt. Der wer? Heute hat der Magnet um mitgespielt. Ich habe gerade noch im Schlaf. Da war gerade noch nicht geklingelt. Warte, da kommt was Heißes. Oh, ich muss reagieren. Das wäre aber Hammer gewesen. Thank you.
Information zu IC 2445 von Köln, Ankunft 13 Uhr. Matthias hat es nicht gesehen. Ja, ich
könnte enge werden. Ihre nächsten Anschlüsse, Expo nach Dresden, Flughafen über Dresden-Neustadt, Abfahrt 13.18 Uhr von Gleis 40. Die Aktien müssen wir jetzt nicht verfolgen. Da ist die 62 und die grüne Annie.
die ganzen Tage mit der S1 zwischen Triebestall und Schäder hin und her geballert. In der zweiten Hälfte 2019, die 91er, die das hier reingezogen hat. Da hing noch die 52 mit der 58 dran. Ja. Ja. Die 58 hat ja über die Tarantarampe geholfen und dann, wie sie sich hochgespielt hat. Ja, die ja hochspielen lassen und die haben schon gefeiert, dass hier auf großen Tisch und die ist ja bald auseinandergefallen, die große Tisch. Aber wenn du das Geld bekommst, dann kriegst du das mal irgendwie noch. Genau. Ja, ja, das Geld ist wirklich auch schön. Das hier, ja. Als die 91er zurück. Genau, die ist ja schon fast verreckt. Ja.